Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Willeborg und Solmecke. Und wenn ich das Handy in der Hand habe, dann wisst ihr, ich habe nur 3 Minuten Zeit, um so viele Fragen wie möglich für euch zu beantworten, die ihr mir unter dem Hashtag ChallengeWBS gestellt habt. Und die Zeit, die läuft ab jetzt. Letzte Woche habe ich 5 geschafft. Mal schauen, wie viel ich diesmal schaffe. Darf ich ein Langschwert in der Öffentlichkeit tragen? Wenn nicht, was ist mit einem Kriegshammer, der keine Klinge hat? Boah, ja, fängt ja schon gut an. Also bei einem Langschwert, das dürfte doch unter das Waffengesetz fallen. Was ein Kriegshammer ist, ist mir nicht bekannt. Also ein Hammer dürft ihr nehmen. Ein Kriegshammer, ist das vielleicht ein Vorschlaghammer? Dann darfst du einen Vorschlaghammer mitnehmen. So würde ich jetzt mal in den Fall rangehen. Langschwert fällt mir erstmal, vielleicht ist das sowas von Thor vielleicht, dass ich jetzt da irgendwie auf dem, dass ich da jetzt auf dem falschen Dampfer liege. Könnt ihr ja unten in die Kommentare posten. Darf man mit einer Polizistin im Dienst flirten? Da hat jemand was vor. Wer mit einer Polizistin im Dienst? Also sie ist im Dienst und ihr macht die an. Kann man, muss ja nicht, hat ja nichts mit Polizistinnen zu tun, könnten ja auch Bankangestellte sein. Natürlich dürft ihr mit einer Polizistin flirten. Die Frage ist ja, was ist die Definition von flirten? Zwinker, zwinker oder keine Ahnung. In dem Moment, wo es beleidigend wird, ist auf alle Fälle immer eine Grenze erreicht. Also das kann ich euch schon mal versichern. Bitte nicht so anmachen, dass beleidigend werden könnte. Oh, yo, Olli, nutzt immer noch Snapchat, obwohl in den AGB ausdrücklich steht, dass verurteilte Sexualstraftäter Snapchat nicht nutzen dürfen. Welche Konsequenzen dürfte das für ihn haben? Und stellt das eine Straftat dar, die für seine Bewährungsauflagen soll es wohl heißen, relevant sein könnte? Also er nutzt Snapchat, das hat also für seine er hat es ja gemacht, er hatte Bewährungsauflagen und da wird drinstehen, was er darf, was er nicht darf. Wenn er jetzt da drinstehen hat, kein Snapchat mehr nutzen, kriegt er Ärger, auch bezogen auf seine Bewährungsauflagen. Wenn allerdings es jetzt so ist, dass er nur gegen die AGB von Snapchat verstößt, gibt es gar keinen Ärger. Aber ich weiß nicht, ob der überhaupt verurteilt worden ist. Es gab so viel um Yo Olli, dass ich da jetzt auch wieder etwas verunsichert bin. Und ich weiß, dass er natürlich da gesnapchat hat und dass das dem Gericht nicht gefiel. Wahrscheinlich ist das so eine alte Nutzerfrage noch, die hier noch drin im Boden war. Aber gut, ich muss Gas geben. 34 Sekunden habe ich noch. Okay. Mich würde interessieren, ob Rammstein durch die Drohnenangriffe nicht zu einem legitimen Kriegsziel für den Iran wird. Also man sieht, ich habe mich hier wirklich das Ding jetzt mittlerweile leer gekämpft. Die Drohnenangriffe, ob Rammstein durch die nicht zu einem legitimen Kriegsziel für den Iran wird. Das ist jetzt alles auch schon wieder lange her. Leute, ihr erwischt mich hier. Ich hatte ja viele Videos gemacht, das war alles noch vor Corona-Zeiten, zu den Angriffen. Irak, Iran, aber Rammstein. Nee, Leute, kommt. Ich gucke, ob ich noch einen schaffe. Darf der Vermieter gegen meinen Willen einen Rauchmelder in meinem Zimmer installieren? Das ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage, wenn ich mir den Wecker auskriege. So. Sorry, heute geht es etwas drunter und drüber. Darf der Vermieter gegen meinen Willen einen Rauchmelder in meinem Zimmer installieren? Ich bin Dampfer und will mir keine Sorgen machen, dass der Rauchmelder grundlos anspringt. Also, die kann ich aber noch beantworten. Puh. Das darf er wohl, weil er kann dir ja sogar sagen, dass du in deinem Zimmer gar nicht rauchen darfst. Also, ging das jetzt wieder? Nee, ging auch nicht. Stimmt, ging auch nicht. Wenn nachher alles renoviert wird, konnten die das auch nicht verbieten. Da hat sich das Mietrecht auch wieder ständig geändert. Er kann es anbringen, das kann ich auf alle Fälle sicher sagen. Wenn er die Pflicht dazu hat, dann muss er es sogar anbringen. So. Ja, die damit zusammenhängende Frage, ob er dir das Rauchen verbieten kann, meine ich nicht. Ich meine, er kann es nicht. Das ist nämlich nur eine Frage des Renovierungsaufwandes nachher. Boah. Das sind jetzt so die letzten Fragen, die noch im Körbchen drin waren. Und ich muss dem Tobi und dem Manuel mal sagen, die müssen das mal wieder auffüllen, auch mit fresh Content. Jetzt sind hier noch 3 Stück drin. 5 habe ich jetzt hier rausgepickt. Fresh Content könnt ihr aber auch liefern unter dem Hashtag ChallengeWBS. Und dann finden Tobi und Manuel das. Und dann liegt das beim nächsten Challenge ganz oben drauf. Und dann seid ihr vielleicht diejenigen, deren Challenge ich hier beantworte. In diesem Sinne danke ich euch recht herzlich. Suche gerade meinen Abo-Button, den habe ich jetzt hier gefunden. Wünsche euch noch einen wundervollen Mittwoch.
Wer Bock hat, kann sich noch diese beiden Videos von mir anschauen. Könnte auch den einen oder anderen interessieren. Und wir sehen uns ansonsten morgen schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.